Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, es ist wieder Epoxy Harz Time. So, ich habe nur ein ganz kleines bisschen angerührt und hier unten seht ihr schon da die Seifenschalen. Wir waren nach Seifenschalen und ich wollte tatsächlich schauen, ob ich die Tropfenformen auch in diesen Seifenschalen hinbekomme. Wer sich daran erinnern kann, vor einer Weile hatte ich ja schon mal so eine Art Schmucktablett gemacht und ich finde die so, so schön geworden. Und dementsprechend dachte ich mir, Mensch, davon vielleicht eine Seifenschale wäre jetzt natürlich auch schön. Sie sind nicht ganz geworden, wie ich sie mir gewünscht habe, aber ich finde sie trotzdem schöner. Und deswegen zeige ich es euch natürlich auch. Bei den Tropfen, glaube ich, hätte ich einfach ein bisschen weniger machen sollen. Es sollte so nicht sein. Ich werde es auch nochmal probieren, weil ich tatsächlich eben diese Seifenschalen mit dieser Tropfenoptik mir so schön vorstellen kann. Also dementsprechend schaut gerne trotzdem weiter zu, auch wenn es nicht ganz so die Tropfenform ist, wie ich sie gewollt habe. Ja, ansonsten, genau, das wäre zum Beispiel auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Wie gesagt, Weihnachten rückt ja immer näher. Letzte Woche hatte ich ja diese Weihnachtsdeko gemacht, was für mich auch ein echt schönes Ergebnis gewesen ist, was ich aber Tatsache an jemanden weitergeschenkt habe. Es kommt hoffentlich noch irgendwann an. Und derjenige kriegt es vor die Tür geliefert, so ungefähr. Und ja, dementsprechend ist es nicht mehr in meinem Besitz, aber ich freue mich natürlich, dass das auch so gut ankam. Es kam bei mehreren, also gerade so aus dem Bekanntenkreis und Familienkreis, fanden die das echt schön. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo man denkt, ah, so ganz gefällt es mir nicht. Und da kriege ich oft die meiste Rückmeldung, wie schön das doch ist. Das ist wie mit der Blume, die ich da eingegossen hatte für meine Nichte. Ich dachte immer, ach Mensch, vielleicht wäre es doch anders besser gewesen. Und aber Tatsache hat es den Leuten gefallen. Und dafür, da sage ich natürlich danke, egal wer mir da so ein Feedback auch gegeben hat. Das ist nicht selbstverständlich und freue mich natürlich sehr drüber. Ich freue mich auch über Kommentare, die jetzt immer wieder auch mit runterkommen. Und bin da sehr, sehr happy drüber, dass da so eine Art Fragen oder halt auch Hinweise kommen. Da war jetzt bei einem auch ein Hinweis, den muss ich mal ausprobieren, auch wenn ich es so in dem Zuge noch nicht gehört habe. Ich habe es jetzt bisher da nur mit im Zuge mit Beton gehört, dass man vorher die mit Öl einstreichen soll. Aber ich werde natürlich schauen, vielleicht funktioniert es ja eben auch mit den anderen Materialien damit, dass die sich dann zum Beispiel auch selber besser rauslösen können. Ja, und ansonsten, ich bin nicht der große Weihnachtstyp, deswegen wird es da jetzt auch nicht wirklich groß noch was geben, was Weihnachten angeht. Das ist aber so ein bisschen dem geschuldet, dass ich da jetzt einfach nicht dieses Feeling für habe. Ich brauche dieses Gefühlsduselige nicht und das Einzige, was ich tatsächlich vom Weihnachten oder allgemein vielleicht den Winter, ich mag die Lichter dazu gerne. Mein Flur, der kriegt immer so Timer-Lichterketten und Teelichter aus, wie heißen die, aus LED. Und die sind, wenn ich dann abends nach Hause komme, meistens so Richtung 16 Uhr, vielleicht auch 17 Uhr, dann leuchten die immer schon und man fühlt sich gleich heimisch und hab da natürlich auch meine gewisse Weihnachtsdeko stehen, wobei das halt relativ neutral auch gehalten ist, eben weil ich es halt nicht ganz so wichtig finde, dass es da um Weihnachten geht. Ich hatte auch, ich habe auf Instagram eine, da habe ich schon mehrere Sachen geholt, die macht sie immer als Weihnachtsdeko. Für mich ist es jetzt keine bewusste Weihnachtsdeko und teilweise steht das Tatsache das ganze Jahr. Auch wenn da zum Beispiel ein Reh bei ist bei der einen Deko. Wenn ihr wollt, kann ich euch da gerne auch mal zeigen, was so an Deko auch bei mir rumsteht. Ich bin tatsächlich eher so dieser, ich stelle meine eigenen Basteleien irgendwie hin und es ist relativ voll. Also nicht dieses übliche Instagram-Feeling, wo gefühlt nichts steht und als wenn da keiner wohnt, so ungefähr.
Aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Das kenne ich auch von mehreren anderen, wo einfach nicht so viel steht, wo ich immer denke, wie machen die das? Ich brauche das. Und ja, dementsprechend ja. Ansonsten wird es wahrscheinlich noch ein Backvideo geben, da muss ich noch schauen. Ich habe ja ein paar Rezepte. Ich habe irgendwann mal angefangen mit dem Ganzen, wo ich Kochen und Backen angefangen habe, dass ich da halt mir aufgeschrieben habe, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und diese Rezepte habe ich mir in mein eigenes Büchlein reingeschrieben. Ich glaube, das hat früher jeder so gemacht und ich führe diese Tradition fort und hoffe, dass ich da dann vielleicht den einen oder anderen vielleicht mal ein Rezept zeigen kann, was vielleicht ganz gut ist. Zum Beispiel, ich bin ja ein Fan von meinen israelischen Pitas. Wären die nicht so ein bisschen aufwendiger, würde ich die, glaube ich, auch öfter machen. Aber ansonsten, die sind schon sehr geil. Also, die habe ich übrigens auch auf dem Kanal, also dementsprechend schaut gerne. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, auch gebacken. Da bin ich mir aber gerade gar nicht sicher, aber ich glaube schon, ich glaube, ich habe Kekse gebacken. Ja. Und ja, wie gesagt, ich schaue jetzt einfach nochmal, welches Keksrezept da am besten jetzt ist. Und ja, hier suche ich übrigens gerade die Farben aus, welche ich jetzt gerne damit verbinden möchte. Und ich mag ja diese Chamäleonfarben unglaublich gerne. Habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt. Die sind für mich einfach, die haben so einen schönen Glitzereffekt und dadurch. Achso, ich kann die nur empfehlen. Leider gibt es das eine Set, was ich sehr, sehr gerne mag, nicht mehr aktuell. Aber es gab eine Alternative, das hatte ich euch unter einem meiner Videos verlinkt. Und hatte mir jetzt auch noch ein zweites Set geholt, wo die Farben ein kleines bisschen anders aussehen. Ich mag es ja sehr, wenn immer mal so ein bisschen variiert wird an Farben. Und bin auch nicht so ein typischer Rosa-Fan-Typ. Wobei ich unglaublich viele Schlüsselanhänger schon gemacht habe. In rosa. Unbedingt. Aber gut, ich habe den Leuten eine Freude gemacht, dass ich da eben Schlüsselanhänger gemacht habe. Und ja. Die Tochter meiner Freundin hat übrigens auch gerade Schlüsselanhänger gemacht. Allerdings mit dem Schweif von einem Pferdchen, was leider nicht mehr lebt. Und ich werde es Tatsache mit dem Fell von meinem kleinen Bert auch noch machen. Das hattet ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Hatte ja noch mal so ein Abschlussvideo für Bert hochgeladen. Und ja, dementsprechend, jetzt hat der kleine Ernie mittlerweile zwei neue Babys da drinnen sitzen. Sobald ich weiß, dass das wirklich funktioniert, werde ich es euch vorstellen und euch zeigen. Aber aktuell warte ich jetzt noch, dass der ist noch nicht so lange jetzt mit den Babys zusammen. Deswegen schauen wir einfach mal. Gibt es auch eins von den Babys, was ganz gut Hormone schon zur Verfügung hat als Junge. Und dementsprechend schauen wir einfach mal. Ja, hier sind jetzt meine Seifenschalen. Und ihr seht schon, ich mag diesen Rot-Rostton unglaublich gerne. Ihr werdet auch die Ergebnisse sehen. Ich finde die Farben unglaublich schön. Es gibt ja eine Silikonform von denen, die ist matt. Zu Anfang dachte ich, will ich nicht, finde ich doof. Aber mittlerweile, ich mag sie. Ich mag die Art, was das für einen Effekt hat. Und dadurch, ja. Aber wie gesagt, diesen Rost-Rotton finde ich schon sehr, sehr, sehr nice. Und da habe ich dann noch eine andere Art von Rot, Gold, Rost, Bronze reingemacht. Und auch der ist wunder, wunderschön. Also ich habe, auch wenn die Tropfenform das nicht so gemacht hat, wie ich es gerne wollte, so finde ich das Ergebnis trotzdem aufgrund der Farben einfach wunder, wunderschön. Ich glaube, damit es einfach ein bisschen nicht ganz so langweilig wird, lasse ich es auf jeden Fall ein wenig schneller laufen und werde ein klein bisschen Musik drunter machen.
So, und hier sind wir wieder. Genau, jetzt wird's rausgeholt. Ich hatte so ein bisschen von den Resten, hatte ich dann noch so ein Smiley gemacht. Ich mag die Form mit dem Smiley eigentlich ganz gerne. Und auch die Sternzeichen sind sehr, sehr schön. Und ihr seht schon, die Effekte sind wunderschön. So, hier kommt die erste Seifenschale. Das müsste, glaube ich, die matte sein, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ich finde den Effekt schön. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber sagt gerne mal, was ihr dazu seht, denkt. Ich mag's, ich lieb's. Wie gesagt, nur die Tropfenform ist nicht ganz so zu sehen, wie ich sie wollte. Aber ich werde nicht aufgeben, ich werde es nochmal probieren und dann habe ich natürlich ein paar Seifenschalen zu verschenken. Muss ich mal schauen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal die 1000 vielleicht habe, die 1000 Abonnenten, vielleicht mache ich dann einfach mal ein Gewinnspiel und verschenke ein paar Sachen, die ich hier liegen habe, die zwar schön sind, aber bisher noch keinen neuen Inhaber gefunden haben und dementsprechend, ja. Hier übrigens, ihr seht schon, ich irgendwie kriege ich immer die Sachen nicht so richtig raus aus dem Ganzen und tue mich da so ein bisschen schwer. Also verzeiht mir, wenn es da ein bisschen länger geknubbelt wird. Da wir schon fast am Ende sind, sage ich auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich, dass ihr mein Video geschaut habt. Hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich weiß noch nicht genau, was ich hochlade, muss ich mal schauen. Entweder komme ich noch zum Basteln und lade ein neues dann hoch oder ich habe ja immer so ein paar von den Konserven, wie man so schön sagt, und die würde ich dann sonst auch hochladen. Und ihr seht jetzt auf jeden Fall noch die ganzen Ergebnisse. Hier seht ihr zum Beispiel, da sind so ein, zwei, drei von diesen Tropfenformen. Und wie gesagt, ich mag's. Ich mag auch die Kombi zwischen dem Rostrot und oder Braun und dem Blau oder Türkis. Und dementsprechend ist zumindest bei dem alles so ein bisschen zumindest zu sehen. Es ist nicht schön verteilt, aber wie gesagt, ich mag es trotzdem. Und hier kommt jetzt gleich noch die letzte. Ich lasse euch zu Ende schauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.